Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend wünsche ich euch, liebe Eagle Army. Und ich habe mir gedacht, ja, wir haben jetzt Anfang Juni, es ist relativ kalt, wir haben jetzt circa 23 Uhr und 14 Grad und auch über Tag ist es nicht viel wärmer. Und ja, nach Sommer fühlt sich das nicht an. Was gehört zum Sommer? Natürlich Blitz und Donner. So, da wir Blitz und Donner am Himmel nicht haben, schon gar nicht da, wo ich wohne. Irgendwie wohnen wir in einem Wetterloch oder was auch immer. Oder ich wohne in einem Wetterloch. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich für euch erstmal ein Testvideo und erzeuge für mich persönlich oder auch für euch, wenn ihr das Video hier seht, Blitz und Donner einfach selber am Himmel. Da brauche ich auch keinen Zeus für oder sowas. So, packen wir das mal aus, das Ganze. Die guten Teile übrigens 19,95 bei Havo. Stabiler Preis, ja, ich weiß, aber ihr werdet gleich sehen, dass sich jeder Cent lohnt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, die sind vierfach sortiert. 10 Stück sind normalerweise drin. Der Rest ist letzten Silvester draufgegangen. Sorry dafür. Und zwar haben wir hier einmal die Goldfeder mit einer NEM von 8 Gramm. Die haben alle 8 Gramm, das brauche ich euch jetzt nicht mehr nochmal zu erzählen. Wir haben hier den Phoenix Flimmer, ebenfalls 8 Gramm, wie schon gesagt. Dann haben wir einmal den Silberflimmer, die Silberfeder, Entschuldigung. Und zu guter Letzt, und darauf habt ihr sicher auch Bock, oder vielleicht habt ihr es auch schon öfter gesehen, aber guckt es euch weiter an. So, und zwar haben wir die Strobe Salute mit Stroboskopaufstieg. Kleiner Stroboskopflimmer im Ausstieg, das werdet ihr gleich sehen. Aber um die Spannung hochzuhalten, sind wir erstmal die anderen, wenn ich denn mal einen Brenner finde, den ich verlegt habe. Nee, doch nicht. Ja, fangen wir einfach mal an mit der... Wo haben wir sie denn? Da. Phoenix Flimmer. Keine Käppchen, das ist gut für die Umwelt. Wenn wir schon an die Umwelt denken, dann keine Plastikkappen. Also, als erstes Phoenix Flimmer, viel Spaß. ABA Action. Ja, es ist etwas neblig, wie ihr auf der Kamera seht. Ich mache das Licht gleich mal aus. Von den Phoenix Flimmer habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Vielleicht habt ihr das besser gesehen. Aber sagt mal ehrlich oder schreibt es mal in die Kommentare. Für die 8 Gramm ist der Salutknall doch echt stabil, oder? So, als nächstes haben wir die, was haben wir denn hier, Freunde, die Silberfeder. So, ich mache das Licht jetzt aus, dann könnt ihr den Aufstieg besser sehen und euch viel Spaß, wenn ich denn die Lunte finde. Da ist die Silberfeder ABA. Ja, ich würde sagen, die Silberfeder konnte man sehr gut sehen. Das war halt dieser Silberflimmeraufstieg. So, als nächstes haben wir die Goldfeder. Und los geht's. Goldfeder, ebenfalls ABA. Wen wundert's? Oh, habt ihr das gesehen? Richtig schönes Goldflimmern im Aufstieg. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber ABA steht sowieso für Qualität. Ne? Das wisst ihr ja alle. Genau wie ich. So, jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Mein persönliches Highlight. Und ja, das ist die Strobe Salute. Hier steht es nochmal. Euch viel Spaß. Ich richte die Rakete mal ein bisschen von mir weg, damit ihr den Aufstieg oder damit ich den Aufstieg vernünftig drauf kriege und ihr den genießen könnt. Also Licht aus. Strobe Salute. Viel Fun. Das halt gut nach. Für 8 Gramm sind die brutal, sage ich euch. Lohnt sich auf jeden Fall der Kauf. Habt ihr den Stroboskopaufstieg gesehen? Dieses. Das war toll. Das ist live natürlich immer besser als, ich hätte fast gesagt, im Fernsehen, als auf Video. Aber gut, was willst du machen? So, da würde ich sagen,
Hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. In Zukunft kommen natürlich auch wieder Feuerwerke. Aber ich will mal gucken, dass ich noch ein paar Produkttests mache zwischendurch, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und genau. Ja. Dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und denkt dran, wer nicht zündet, ist nicht verbündet. Peace. Spread your wings to rise from the ashes.